So, und damit herzlich willkommen zurück in meinem kleinen Ölimperium hier bei Turmoil. Ich würde sagen, wir gehen direkt erstmal zur nächsten Landauktion. Und schau mal, was wir uns hier an Land so nehmen. Die Problematik hier ist jetzt, hier ist schon eine ganze Menge an Land, wo bereits gefördert wurde. Das heißt, es ist nicht mehr allzu viel hier frei, wie man sieht. Und ich will mich nicht mit denen hier anlegen überall. Deswegen würde ich sagen, nehmen wir erstmal das hier. Okay. Ach, können wir deren... Oh, wir können deren Bilanzen sehen. Und was die geupgradet haben. Interessant. Wir haben hier mit Abstand am meisten geupgradet. Manche haben auch noch gar nichts gemacht, wie ich sehe. Inwiefern das gut ist, weiß ich jetzt ja auch nicht. Ich bin mir auch gerade nicht sicher. Können wir uns ein sinnvolles Upgrade irgendwo leisten? Beim Saloon konnten wir nur Leute bestechen weiterhin. Keine Lust auf niedrige Preise. Steck mir etwas Geld zu und... Okay, der Preis wird nicht so weit sinken. Das wissen wir ja, das kennen wir auch schon. Ach, müssen wir die neu machen? Oh, okay. Müssen wir eine neue Vereinbarung machen? So, Maulwurf hat sich auch ganz interessant angehört. Aber ich bin mir nicht so ganz sicher. Ich glaube, ich würde eher auf einen Scanner sparen. Weil dann wissen wir halt direkt, wo unten Öl sich befindet. Ich glaube, das wäre tatsächlich das Klügste, was wir tun können. Deswegen würde ich sagen, gehen wir einfach mal bohren und verballern nicht unser ganzes Geld davor. So, jetzt geht erstmal auf die Suche. Zwei müssten erstmal reichen. Okay, der erste hat schon was gefunden. So, bohren wir mal da runter. Und der zweite tatsächlich auch schon. Okay, hier sind wir sogar schon im Öl. Und wir verkaufen direkt darüber. Okay, da fördern wir auch schon Öl. Das sieht doch ganz gut aus. Warten wir mal ab, bis wir uns einen neuen Wagen leisten können. Denn das ist hier immerhin schon so eine Problematik, die wir sonst ganz schnell bekommen. Der Preis geht da schon wieder so ein klein wenig runter. Hier drüben geht er hoch. Das heißt, wir müssen da wieder aufpassen, wenn es da so eine Art Wendepunkt gibt. Werden wir dann direkt rüber wechseln zur Ride Inc. Das haben wir ja schon in den letzten Folgen gelernt. Okay, hier haben wir eigentlich sogar eine ganze Menge Öl. Oh, das ist noch ein bisschen zu teuer für uns momentan. Aber wir sollten vielleicht ein bisschen mehr verkaufen. Beziehungsweise jetzt eher da drüben. Weil da steigt der Preis gerade ganz gut. So, und hier können wir auch schon mal upgraden jeweils. Und solange auf jeden Fall ein paar neue Leute hier einstellen, weil das Fördern wird sehr, sehr viel schneller gehen, wenn die Upgrades fertig sind. Und wir wollen ja keine Ölaustrittsstrafen zahlen müssen. Die sind nämlich nicht so angenehm. Hier sind wir gleich wieder unter 90, das ist auch nicht so toll. Du kannst es noch leer machen, aber da kommt nicht noch jemand her. So, jetzt müssen wir also alles speichern, was wir haben. Es wäre irgendwie cool, wenn wir da noch so ein Silo drauf machen könnten.
Mist, wir haben jetzt nicht das Geld, um dann ein weiteres Upgrade dazu zu machen. Wisst ihr was, ich verkaufe gerade, bis wir bei den 100 sind, die wir hier brauchen. Stopp. Das reicht schon und jetzt haben wir hier einen weiteren Lagerplatz. Ich hoffe, die Preise fallen nicht nochmal so unglaublich krass, wie wir das letztens schon mal hatten. Ich weiß halt aber auch nie, ob wir dieses Upgrade, was wir da ja hätten machen können, ob wir das halt auch hätten machen sollen. Wir ja sagen können, dass bei der Riot Inc. der Preis nicht so weit runterfällt. Die Sache ist, jetzt ist hier schon wieder voll und die Preise sind kacke. Ja, es ist alles nicht so toll. So, wir lassen schon mal eine weitere Person suchen. Und ich glaube, nächstes Mal wage ich es tatsächlich, das Upgrade da zu kaufen. Auch wenn es mir eigentlich so ein bisschen widerstrebt. Es wird wahrscheinlich schon sehr sinnvoll sein. Oh, hier kriegen wir wieder gute Preise. Oder halbwegs okay Preise. Und da unten ist eine weitere Ölquelle. Vielleicht ja schon auf der Höhe. Ich bin da zwar eher ein bisschen skeptisch, aber wir werden sehen. Na? Ja, noch ein ganz klein wenig. So. Wir müssen ein bisschen mehr verkaufen, damit wir uns das hier überhaupt leisten können. So, jetzt fördern wir aber schön wieder ein bisschen Öl. Oh, 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 nein, 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 nein. Das war knapp. Mehr Wagen. Geht mal ein bisschen mehr verkaufen. Der Preis ist doch sogar ganz gut eigentlich. Alle verkaufen. Solange der Preis bei dem auf dem Niveau ist, können wir das auch gut machen. Ich will nur nicht, dass da wieder was überläuft, sonst haben wir ein fettes Problem. Aber hier sinkt halt auch schon wieder direkt der Preis. Da müssen wir also aufpassen. So, finden wir vielleicht noch eine weitere Ölquelle, weil die hier ist jetzt auch am Leergehen. Und wir wollen ja schon ganz gute Profite machen eigentlich. Ja, wir stellen einfach noch einen zweiten ein. Geht es vielleicht auch ein bisschen schneller, zumindest eine weitere Quelle zu finden. Und Leute, ihr könnt aufhören, auf dem Niveau zu verkaufen, denn ich glaube, das dauert jetzt erstmal noch mal ein bisschen, bis wir da ein bisschen mehr Öl bekommen und bis wir auch einen guten Preis haben. Okay, da hinten, der hat auch was gefunden, tatsächlich. Wie tief ist das denn bitte? Ernsthaft? Immer noch nichts? Hier unten. Wow, aber holy, das ist eine Menge Öl. Hier wahrscheinlich auch ein bisschen weiter unten, denke ich dann. Immerhin ist hier ja auch schon eine Quelle. Deswegen wird nicht direkt nebendran eine sein, denke ich. Und ich scheine damit richtig zu liegen. Okay, gut. Preise sind überall scheiße. Kann man nicht anders sagen. Aber wir haben noch ein bisschen bis zum 31. Dezember ja nämlich. So, ich lasse einfach mal ein bisschen die Zeit vorspulen. Jetzt können wir auch anfangen, wieder hier zu verkaufen. Sonst
bekommen wir gleich wieder Probleme mit unserer Kapazität. So, das können einfach alle eigentlich verkaufen gehen. Dürfte keine Probleme geben. Wir sind bei knapp 10.000. Ich weiß nicht mehr so ganz genau, was unser höchster Profit war, den wir bisher gemacht haben. Ich weiß, wir hatten irgendwann mal so um die 12.000 Dollar. Ich glaube, wir hatten einmal auch mehr noch. Aber ich weiß nicht mehr genau, was da nochmal Sache war, wie viel das war letztendlich. Ich glaube, das könnten wir dieses Mal sogar toppen. Außer es fallen die Preise jetzt gleich nochmal unglaublich krass. Aber das wollen wir jetzt ja mal nicht hoffen. Ah, okay. Ja, bei der Right Ink geht es wieder runter, aber bei der Left Ink nähern wir uns auch schon langsam wieder dem 1 Dollar. Also können wir da gleich nochmal switchen. Und tatsächlich, da hinten gibt es auch noch... Oh, das ist schon unser Limit. Aber wir können so hingehen. Das ist zwar nicht gerade sehr sinnvoll, aber es geht. Zumindest in der Theorie. Und holy, die haben gerade einen guten Preis. Die Left Ink hat doch normalerweise immer grauenvolle Preise. Und sobald ich da hingehe... hört es normalerweise damit auf, dass die einen guten Preis haben. Und jetzt sind wir bei $1,20. Da kann ich mich auf gar keinen Fall beschweren. Wie tief ist das denn bitte? Ich beschwere mich ja nur ungern, aber das wird nicht schön, das an Upgrade-Kosten da gleich zu zahlen. Oh, ich sehe es da oben. Das ist wahrscheinlich das, was gemeint war, oder? Ich vermute ja, ich grab trotzdem nochmal hier runter, falls da auch noch was sein sollte. Okay, nee, da unten ist nichts. Aber wenigstens da. Und wir zahlen wahrscheinlich trotzdem die Upgrade-Kosten, auch wenn es fast 1000 sind. Werden sie sich ziemlich sicher lohnen. So, jetzt gehen wir hier nochmal ein bisschen runter. Wir müssen natürlich aufpassen, denn wir sind schon Ende September. Ja, okay, das hier können wir jetzt vergessen. Ich weiß nicht, ob wir nochmal einen guten Preis bekommen werden. Ich hoffe es aber sehr. Ich glaube, ich habe tatsächlich eine Ölquelle zu viel auf einmal angezapft. Aber bisher schaffen sie es noch alle. Bin nur nicht so ganz zuversichtlich, dass sie das auch weiterhin schaffen. Ja, bisher geht es immer noch. Da werden so langsam die Preise wieder ganz gut. Jetzt könnt ihr wieder anfangen zu verkaufen. So, wir sind... Mitte Oktober sind bei $26.000. Das kann sich sehen lassen, denke ich. Also langsam könnten wir tatsächlich Probleme damit bekommen, immer alles verkauft zu bekommen, was wir hier an Zeug anhäufen. Ja, das hier liegt halt so weit hinten, das ist ein Problem. Aber jetzt ist da ja auch schon wieder leer. Ich hätte normalerweise gesagt, wir werden jetzt hingehen und nochmal irgendwo was Neues anzapfen, aber ich glaube, das macht eher weniger Sinn, weil wir haben jetzt ja schon Ende November. Ah, nee, das können wir eigentlich vergessen. Wir nutzen lieber die Zeit... So, verkaufen hier nochmal ein bisschen... Und machen dann lieber ein bisschen früher auf der Map Schluss und bekommen dafür den Bonus. Also, falls wir überhaupt früher fertig werden. Denn so ganz sieht es danach nicht aus.
Ah, wir werden es gleich sehen. Da sind die letzten Leute, die auffüllen gehen. Wir könnten vielleicht einen Tag früher Schluss machen. Wir werden es sehen gleich. Ha, wir haben früher... Nee, Schulden, Zinsen, was? Nee, wo war das? Das war hier, oder? Level anhalten und zur Stadt zu... Oh. Ja gut, dann hilft uns das leider gar nicht. Ich glaube, wir haben zu spät gesagt. Wir hören auf. Wir haben trotzdem eine Ölaustrittsstrafe zahlen müssen, weil ich einmal nicht schnell genug war. Aber ich glaube, das war ganz gut, was wir da an Geld gemacht haben. Und so schlimm war es noch nicht mal mit den Preisen, die da runtergegangen sind. Ich habe mir Schlimmeres vorgestellt. Und so langsam ersticken wir die Konkurrenz einfach im Keim. So kommt es mir echt vor. Und ich weiß noch nicht mal, ob ich unbedingt das hier machen wollen würde. Was für... Das brauchen wir nicht. Das brauchen wir eigentlich auch gar nicht. Was ich unter... Das ist halt... Der Scanner hört sich halt schon gut an, aber ich weiß noch nicht mehr, ob wir es brauchen. Mit dieser praktischen Pferdezähler kannst du verfolgen, wie viel Pferde... Achso, ja, das brauchen wir auf jeden Fall nicht. Oh, okay, hier gibt es ein bisschen mehr Bestechungszeug. Was haben wir hier? Ja, das brauchen wir auf jeden Fall. Niedrigere Zinsen brauchen wir auf jeden Fall nicht. Left Ink, der Preis niemals unter $0.85 fallen. Machen wir jetzt einfach mal. Kann Fehler gewesen sein, muss aber auch kein Fehler gewesen sein. Und ich bin tatsächlich gerade überlegen, wir könnten den Scanner kaufen. Ja, wir kaufen einfach mal den Scanner. Und sagen, wir nehmen hier trotzdem noch hier die... deckeren Pferde. Oder die größere Herdengröße. Ich glaube, wir nehmen tatsächlich sogar das. Und dann gehen wir hier ins Rathaus. Landauktion. Und werden uns diesmal das hier Land grabben. Ey, die haben mir mein Land geklaut gerade. Toll. Gehen wir bohren, würde ich sagen. Kostet uns natürlich immer unseren ganz normalen Betrag. So, und jetzt gehen wir Scanner. Scanner? Warum kann ich... Ah, okay. Das kostet mich dann aber auch was. Okay, nee, das lassen wir dann lieber. Wenn das mich so viel kostet. Am Anfang macht das dann noch nicht so viel Sinn. Oh, da hat jemand was. Ah, da war noch nichts. So, erstmal euch hier. Dann so. Und hoffentlich finden wir da halbwegs schnell was. Ja, 89 ist nicht so gut. Erstmal darüber verkaufen gehen. Hatten wir nicht das gekauft gehabt? Ah nee, das war bei der Left Ink, wird der Preis nie runterfallen. Okay, deswegen ist dort auch der Preis noch so gut momentan. Oh, oh, es wird uns gleich überlaufen. Das wird uns gleich überlaufen. Ich sehe Ungutes auf mich zukommen. Ja, obwohl, vielleicht kriegen wir es hin. Ihr geht alle verkaufen erstmal. Oh,
Scheiße. Nein, Mist, wir haben es verkackt. Ja, ich habe gedacht, wir hätten es noch hinbekommen. Okay, wir bauen ein Silo, und zwar hier hin. Und zwar möglichst schnell auch ein Level 2 Silo direkt. Na, jetzt. Und direkt noch ein paar mehr Karren. So, geh du mal suchen. Währenddessen upgraden wir hier mal. Da ist es bei 90. Ja, okay. In der Theorie können wir aber eigentlich weiterverkaufen. Weil ich glaube, in der Praxis werden wir trotzdem sagen, wir machen trotzdem lieber so eine kleine Pause und warten erst nochmal, bis der Preis ein gutes Stück besser wird. Okay, 85 war der Preis. Ich habe gedacht, es wären 87 oder 89 gewesen. Wie der Preis mindestens sein muss. Aber da habe ich mich anscheinend verschätzt. So, unser erstes Silo ist leider voll. Das heißt, wir müssen tatsächlich verkaufen gehen, sonst haben wir gleich ein Problem. So, bauen wir direkt hier nebendran mal unser zweites Silo. Direkt auf Level 2. Und dann machen wir das voll. Oh, da oben. Es wird sehr knapp. Ja, aber bei der Left Ink ist fällt zwar der Preis nicht unter die 85, aber ist halt auch nicht gut. Das macht es irgendwie nicht besser. Also ich weiß nicht wirklich, was ich davon halten soll. Wir könnten jetzt halt noch ein Silo bauen, aber ich weiß nicht, inwiefern das Sinn macht. Ja, wir sneaken einfach nur noch so ein drittes daneben. So. Ich hoffe, wir kriegen nochmal gute Preise gleich. Irgendwo. Sonst haben wir leider ein Problem. Ja, jetzt müssen wir verkaufen. So, so einen können wir auch schon mal einstellen wieder. Geh mal auf die Suche. Und so lange verkaufen wir hier ein bisschen. Okay, der Preis steigt wieder. Aber ich warte noch mal, bis es über einem Dollar ist, bevor wir wirklich richtig anfangen zu verkaufen. In großen Mengen. Wo hat er denn... Oh, da hinten hat er was gefunden. Okay, wir können jetzt richtig verkaufen. $1,08, damit kann ich sehr gut leben. Jetzt könnten wir theoretisch auch mal den Scanner benutzen. Ja, ich denke, das war ganz gut. Ich meine, bestimmt nicht super, aber es war ganz gut. So, dann upgraden wir das auch direkt. Und vielleicht legen wir uns noch ein paar mehr Pferdekarren zu. Und schon mal so einen weiteren. Irgendwo dürfte vielleicht noch was sein. So, 20 Stück. $1,11. Sobald wir unter einem Dollar sind, hören wir da wieder auf. Weil
ja, wir haben jetzt nicht unbegrenzt Ressourcen und wir wollen die schon zu einem guten Preis verkauft bekommen. Zumal der Preis bei der Riot Inc. bestimmt gleich auch nochmal steigen wird. 95 sind wir schon mal. Oh, der Wünschelroutengänger, der steht da hinten immer noch. Aber da hinten ist doch nicht noch was weiteres. Das kann ich mir nicht vorstellen. Da muss doch irgendwas hier in der Mitte sein. Es kann doch nicht sein, dass hier was ist, da drüben ein bisschen was ist und in der Mitte gar nichts. Das wäre ja schon ein ziemlicher Reinfall. Ich meine, wir finden natürlich auch noch nicht Sachen bis ganz nach unten. Wir haben nur diese zweite Stufe. Er sucht nur ungefähr bis hierhin. Sprich, alles, was ganz unten ist, wird er nicht finden. Noch nicht. Und wir müssen tatsächlich widerwillens anfangen, so ein bisschen zu verkaufen. Da alles hier voll ist. Jawohl, wir müssen eigentlich nicht verkaufen, solange die Tanks der ganzen Pferdekutschen noch nicht voll sind, können die alle eigentlich einzeln noch dorthin gehen und das aufsammeln. Ich glaube, wir finden tatsächlich hier nichts mehr. Ich stelle nochmal zwei Stück ein, aber das wäre echt deprimierend, nachdem wir gerade eben 40.000 gemacht haben, hier jetzt mit knapp 20 rauszugehen. Also wenn wir das alles noch zu guten Konditionen verkauft bekommen. Wovon wir ausgehen müssen, aber eigentlich können wir es natürlich nicht wissen. Weil die Preise sind nicht immer super. Auch wenn der bei der Left Inc. gerade nochmal ein gutes Stück hochgeht. So, wir steigen schon mal mit 5 Stück ein. Ja, doch. Das kann man machen jetzt. Über $1.10. Da will ich mich nicht beschweren. Oh, vielleicht wird es doch sogar noch ein bisschen mehr. Ich habe vielleicht unterschätzt, wie viel in diese ganzen Tanks da reinpasst. Und wir haben halt auch gerade noch einen ziemlich guten Preis mit einem $1.27.28 rum. Ich glaube, ich stelle gerade noch mal ein paar weitere Pferdekarren ein. Bevor der Preis dann nämlich, also wenn der Preis da anfängt zu sinken, verlieren wir halt im Grunde eine Menge Geld dadurch. Deswegen verkaufen wir lieber mit möglichst viel. Ja, wir sind schon mal um 0,0234 Cent, Dollar runter. Aber ich habe mich gar nicht so sehr verschätzt mit meinen 20.000. Und es ist sogar noch schlechter ausgefallen, als ich es erwartet hätte. Okay. Verbleibende Pachtwert. Das war ja das, wo man raus konnte, oder? Ach nee, okay, der macht das dann von selbst. Okay, da wäre noch an einer Stelle was gewesen. Gut, konnten wir nicht wissen. Aber es waren nicht so super Profite. Die anderen haben aber auch nichts Gutes hinbekommen. Insofern können wir sagen, wir haben uns noch ganz gut angestellt. So, unser Ölbedarf bringt uns in die Wüste. Dort kannst du über Felsen und Diamanten im Boden stolpern. Lass uns mit der Auktion beginnen. Oh. Okay. Ich würde sagen, das machen wir dann im nächsten Part hier bei Turmoil. Dann würde ich sagen, sehen wir uns dann. Lasst mir doch gerne noch ein Abo da, wenn euch dieser Part hier gefallen hat. Auch gerne ein Like. Und ciao.